So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Solo Dark Urge Tactician Runs. Ich räume weiter in den Schattenlanden auf, habe jetzt die meisten einfachen Kämpfe alle hinter mir und komme langsam in die etwas schwereren Gefechte, die ich noch nicht gemacht habe in den vorigen Folgen. In der Hinsicht werde ich jetzt hier diese kleine Klippe erstmal looten und mich dann in die Stadt begeben. So. Eismesser. Das ist alles so ein Quatsch, der mein Inventar zumüllt. Ich werde euch auch gleich mal eine lange Rast machen, weil langsam wird es echt ein bisschen knapp mit meinen Spellslots und so. Die benutze ich ja eh nicht wirklich viel, aber wenn ich sie mal benutzen will, wäre es gut, sie zu haben. Ich überlege auch, ob ich einmal kurz auf irgendeine redegewandte Klasse switche. Ups. Für einen bestimmten Kampf. Ja, schauen wir mal. Und dann kann ich danach wieder auf meine bisherige switchen und dann auf 20 Geschicklichkeit gehen. Was mir gerade noch fehlt. Jetzt mal kurz was gucken. Moment. So. Hier mal ins Klo geguckt. Na gut, ich kann auch die lange Rast einfach hier machen. Geh ich mal ins Lager zurück. So, in mein leeres Lager. Hier ist noch mein Bett. Hier ist mein Bett. Tag beenden. Ja, es gibt nicht viel zu tun im Lager. Warum 86? Das ist ein Quatsch. Ja, 80. Oh. Eine Sequenz, die ich noch nicht kenne. Growing up to be a fine fellow of the most degraded caliber. The cleric and last light, all are now but an ichored slag heap. And it was all your own work. You didn't even need your butler's advice. You have acted with the utmost decorum. First the bard, now this triumph. Don't worry, master. I will ensure you have a diverse roster of victims from now on. Hapless menfolk deserve death just as much as the girl is. It would damage your reputation if the fearing public thought you a predator. After all, you're far worse than one of those base, lusty spree killers. A part of your past is here for you. I come with your disgusting. Oh, ich werde belohnt für meine Bösartigkeit. Das freut einen dann doch. Ich nehme euer süßes Kinkerlitzchen, aber ich töte aus reinem Verlangen. This prize is no payment, but a sign of reverence towards you. Come closer, my depraved prodigy. Try on your new gym jams. They're a present from father. It would be rude not to. Okay. Was passiert hier gerade? Ah. Das kriegt man jetzt schon. Krass. Oh, such a strapping young behemoth. You cannot speak, but you have command over your own cruelty. Mich an deinem wunderschönen Körper erfreuen.
So handsome, so brazen. This form is the Slayer. You will do many not. Had time to wax your hide and brush your spines. But your adoring butler must away. Oops. But you should be hopeful for your bright future. You are going to kill again soon. You will keep chopping down the Moon Maiden's family tree. I shall return when you next have need of me. I have your estate to attend to. We will meet again there. Good night, sweet master. Ich weiß nicht genau, warum ich jetzt nackt bin, aber wahrscheinlich, weil meine Gestalt das alles weggemacht hat. Okay, mal gucken, was sie kann, die Gestalt. Die schlechte Gestalt. Ah, hier. Schlechter. Manifestiere deine wilden Impulse in meine schlechter Gestalt, die 98 Schwerpunkte hat. Kann ich wieder sprechen nach Zauberwirken? Deine Tiergestalt auf mir. Bonusaktion, na lang Rast. Okay. Muss ich mir mal einen kleinen Kampf suchen, wo ich das mal teste direkt. Wo muss ich hin? Türme des Notaufgangs. Okay. So. Ich muss noch ein paar Buffs von meinem Schild. Mache ich mal kurz eine Runde Alchemie. Habe ich zufällig so ein Elixier der Wachsamkeit? Heldenmut, das ist Blessed, oder? Aber ich habe Wachsamkeit, kann ich leider nicht. Da fehlt mir irgendwas. Die Gestalt, meinst du, ist nice, wenn man was tot ist, oder? Ich muss ja mal gucken, ob die auch im Kampf was drauf hat, oder ob die einfach nur quasi noch ein extra Leben quasi ist. Denn ich gebe dir nämlich direkt den Trank auf. Wird gesegnet. Permanent, oder ich mach das mal einfach mal testweise. Ist gesegnet. Das ist ja Bless, denke ich, ne? Warum habe ich jetzt keine Geschicklichkeit? Was ist hier los? Ach, weil die irgendwie resettet ist. Ach, weil die nicht. Naja. Der Helm ist auch irgendwie Quatsch. Hört sich ja eh nicht. Warum habe ich ihn überhaupt an? Ich habe auch keine. Ich gehe mal kurz ins Lager. Der Helm ist irgendwie Quatsch. Ich glaube, ich muss mal ein sinnvolleres anziehen. Okay, was haben wir jetzt erstmal? Das ist schwere Rüstung, das kann ich nicht. Wucht für drei Züge. Das ist ganz gut. Plus eine, weil Rettungswurf, wenn ich vom Schatten verschleiert bin. Das ist ganz cool eigentlich. Zorn ist ja nur Nahkampfattacke. Zauber mache ich nicht. Ich nehme mal den mit. Den mit als Option. Gewicht, was haben wir denn hier? Oh, die Bomben. Ja. Ich habe immer noch dieses Horn von Lump. Egal, es kommt mal ins Lager. Das behalte ich durch, bis bald es geht. Ja, damit könnte ich mich theoretisch segnen. Ja, vielleicht, wenn ich mal irgendwelche Rettungswürfe machen muss, mache ich das vielleicht. Dann ziehe ich erstmal den Helm wieder an, dann ist der Rettungswürfel. Mal weg. Genau, der Dolch ist extrem stark, aber ich benutze erstmal das hier, weil hier so viele Untote sind. Da ist immer ganz cool, diese Passive zu haben. Dass wenn sie in der Nähe von mir sind, dass sie mich dann schlechter hitten. Gut. Der Unsichtbarkeitshelm macht da irgendwie wenig Sinn mit meinem
meinem Charakter. Gut. Genau, das Zollhaus hatte ich gemacht. Hier ist diese Brauerei. Da kann ich ja mal hingehen. Da, wo ich eigentlich von der Quest aus hingehen sollte. Aber... dass er leider versaut habe. That sign above. This must be a brewery or distillery. Wir haben relativ viel Leben. Aber die sind nicht feindlich, okay. Mhm. Hier ist ein Kampf, den man verhindern kann, wenn man sehr gut im Überreden und solchen Geschichten ist. Bin ich jetzt nicht so direkt mit 10 Charisma. Deswegen... ja, der Fight ist sehr schwer, wenn man ihn auf die natürliche Art und Weise machen will. Ich will ja sowieso... langfristig will ich ja eh wieder, will ich auf 20 Geschick kommen. Das heißt, ich glaube, ich mache das mal. Ups. Wird mal umskillen. Auf einen eloquenten Barden für diesen Kampf, in Anführungszeichen. Thou walkest alone. Bla bla bla. Mein Liebesleben geht euch nichts an, Skelett. Love is no domain of mine. Will jetzt nicht darüber reden. Okay. Thy weed dost thou require as thou. Dann machen wir mal einen, den eloquentesten Charakter, den ich kriegen kann. Ich bräuchte wahrscheinlich auch Rettungswürfe. Aber Bard hat am Anfang zu viele gute Werte, ne? Das bräuchte ich. Konstitution werde ich brauchen für das, was ich gleich vorhabe. Geschicklichkeit nicht unbedingt, glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, Geschichte brauche ich nicht dafür. Das brauche ich. Ich glaube, Intelligenz könnte ich brauchen dafür. Okay. Ja, das sollte passen. Instrument ist egal. Ich brauche auf jeden Fall Freunde dafür. Das ist egal. Ja, das ist irgendwie alles egal. Okay. Ist hier irgendwas Sinnvolles? Person bezaubern. Ja, das mache ich mal. Ich will auf jeden Fall Wissen, Schule des Wissens haben. Attribut verbessern, genau, das ist gut. Auftreten ist gut. Und Einschüchtern, Täuschen, ja, das ist beides gut. Ja, was ist? Ist doch richtig. Achso, ich habe noch hier ein paar extra Fähigkeiten. Nee, was war das? Überleben meinetwegen. Nachforschung. Vielleicht nochmal Fingerfertigkeit, wer weiß. Auf jeden Fall brauche ich das so, das so. Das ist egal. Nicht unbedingt der interessanteste Content, den man machen kann. Charakter respecken. Brauche ich hier von irgendwas? Ich glaube nicht. Wenn die Aktion gleich nichts wird, dann muss ich irgendwie abhauen, aber gucken wir mal. Das ist egal. Okay, das könnte vielleicht noch. Ist hier irgendwas Sinnvolles? Oh, Segen. Segen ist vielleicht ganz gut. Obwohl, ich habe ja Attribut verbessern auch. Ich kann mich ja nicht gleichzeitig segnen und Attribut verbessern.
glaube, das ist alles egal. Ja. In meinem ersten Durchlauf habe ich am Ende, als ich quasi in der Stadt war, auch so viel Quatsch gemacht. Ich habe immer wieder neue Items gefunden und jedes Mal, was könnte man da machen? Ich glaube, ich werde einfach Level 8 Bade und Charisma auf 20. Okay. Ja, schon, von mir aus. Gut. Gut, dann kann ich das Lager wieder verlassen. Dann muss ich mal kurz überlegen, ob ich irgendwelche Tränke noch trinken kann. Warte mal, ich hab mich ja gesegnet mit dem Trank, ne, meint. Wieso funktioniert das nicht? Was funktioniert daran nicht, in deiner Meinung nach? Also weil der auch nur auf Waffenangriffe geht, der... Von der Wut, meinst du? Von der Rage. Ach, Rüstungsklasse. Achso, ja, nee, das, das wäre ein bisschen broken, ja. Aber du kannst, achso, ja, nee. Da kann man nicht groß schießen. Was du auf jeden Fall machen solltest, wenn du Mönch spielst, würde ich Stärke-Mönch tatsächlich spielen. Also, das ist sehr stark. Ja, das ist... Aber wenn du einen Charakter hast, es gibt ja so einen Zauber, diesen Sprungzauber, den haben sie ja so gemacht, dass er, wenn du nicht im Kampf bist, ist das ja ein Ritual. Und wenn du eine Magier oder so hast, kannst du den ja wechseln, also dass du den für die Situation benutzen kannst. Und danach wieder wegmachen. Du brauchst ja keine Spellslots dafür. So. Ach, ich habe ja eine Rüstung, deswegen darf ich nicht zaubern. Was ist... Hä? Schild auch? Ah ja. Okay. Also ich habe Konstitution 16, Charisma 20. Ich habe Bless durch den Trank. Ich habe Geschicklichkeitsvorteil durch die Rüstung. Ich mache mal Charisma-Vorteil noch. Ne, Charisma-Vorteil kann ich ja an die Freunde ist... Konzentration ist das so oder so, ne? Na gut, das ist doch egal. Ich mach mal Konstitutionsvorteil. Wo war das? War das Bär? Ja. Okay. Ich werde mal speichern. So, mal gucken, ob mein ganzer Plan jetzt hier aufgeht. Weil das ist eine sehr schön kreative Art und Weise, diesen Kampf zu lösen. Gegen diesen wunderschönen Tisobald-Turm. Ist er nicht eine Schönheit? Clank, go back down when you whistle. Tell your story. Ich bin zwar jetzt gerade keine Assassine mehr sozusagen, aber ich bin ja noch in Character, mein Dark Urge, und der hat durchaus Spaß in so einer quatschigen Situation. Ja, Stärke-Mönch. Ja, weiß ich nicht. Ist ja so gewollt. Also ist ja nicht so, dass du irgendwas im Bug abused. Also den haben sie ja schon gewollt, dass der Stärke-Mönch stark ist. Deswegen finde ich jetzt nicht so schlimm. Das mit den Fässern ist halt ein bisschen albern. Also solche Sachen. Oder was offensichtliche Bugs sind. Aber das andere ist ja gewollt. Solange das halt von Balancing so gewollt ist, finde ich das jetzt kein Exploit. Es gibt ganz andere Sachen, die viel stärker sind als das. Was schenkt ihr da aus? Only the best. Oblivion and beyond. Go on. Cheers. Bottoms up. Go nuts. Klar, okay. Leaning in, you can see how the creature's skin barely holds it together. The bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open.
Go on, drink. Make it drink. Be drunk. You and I both. To our good health. Aber man kann sogar... Ah, das ist ja sogar besser. Obwohl, da habe ich eine plus 1. Hätte ich doch Geschicklichkeit nehmen sollen. Das ist plus 3. Aber Vorteil ist halt auf jeden Fall besser. Und da habe ich auch noch Fähigkeit. Da gehen meine Inspirationspunkte, glaube ich, drauf. Ich habe nur noch 2 Inspirationen. Eieiei. Neue Portion. Now tell me a story. A fable. A saga. Delight me. Uiuiui, okay. Alter, wie viele Optionen hat man denn hier? What the hell? Okay. Ach, das sind die ganzen... Ach, ich kann jetzt die ganzen bösen Sachen, die ich gemacht habe, kann ich jetzt hier erzählen. Krass. Holy shit. Ja, mach ich mal. Bin ich mal in Character, ne? Ich habe ein ganzes Dorf voller Wehrloser massakriert, die mich für ihren Beschützer hielten. Ja, das sollte ich schaffen. Ja, nice. Aber ich spiele mal mit. Ach, das war ja wieder das gleiche Problem. Ich mache wieder das mit dem Vorteil. Ach, puh. Okay. Sehr schön, sehr schön. Hätte ich doch Geschicklichkeit skillen sollen. Na gut. Das ist ja eine sehr frische Information. Ich habe mich ein Ulde besser, wenn natürlich aus reinem Hass besteht. Ich mache mal das Erste. Er scheint ja irgendwie in sich drin, also er meinte, er gibt verprügelte Verbrecher. Weil er weiß, ich weiß nicht, wie er darauf reagiert, wenn ich sage, dass ich hier die Bestie bin. Aber ich probiere es mal aus Spaß, weil das ist so die einzige richtige Dark Urge-Geschichte. Oh, sehr schön. Und noch ein Crit. Dream. Smile and the gleam
I'm in your foul eye. Ask, question, make your query, and drink once more. Noch eine Inspiration. Okay, eine Runde. Sehr schön. Oh, ganz. Ach nee, nicht sehr schön. Wait. Moment mal. Ups. Ah, das ist 21 jetzt. Oh Gott. Ups. Okay, das. Ups. Das ist gar nicht gut, weil ich bin sehr unfähig gerade im Kampf. Expect anything. He's been cursed to the hells and back. Your head's empty to debtor's purse. Na gut. Oh, mächtige Unsichtbarkeit, mach ich doch das. Ich bin nochmal weg. Na gut, ich hab's mit Reden versucht. Beziehungsweise nicht trinken. Vielleicht hätte ich einfach trinken sollen. Und dann bin ich zwar ein schlechter Trinker, aber immerhin hab ich ihn nicht belogen. Na gut. Dann machen wir das Ganze noch. Dann machen wir das Ganze halt anders. Da bin ich wieder im Lager. Aber meine Klasse ist jetzt kompletter Käse, deswegen. Selbst wenn ich kämpfen wollte, könnte ich es nicht. Hier bin ich wieder. Okay, dankeschön. So, ich brauche auf jeden Fall Waldläufer am Anfang. Aber was hatte ich denn da jetzt alles gemacht? Ich mach schwere Rüstung wahrscheinlich, ne? Ja. Ah ne, Quatsch. Doch. Fingerfertigkeit. Das ist richtig. Das brauche ich eigentlich nicht. Dann mache ich, Na, Charisma brauche ich nicht. Stärke brauche ich eigentlich einfach nicht. Mache ich 1-1 und dann plus 2. Und ich will ja Sharpshooter haben. Deswegen habe ich auch. Ach so, ja. Deswegen habe ich 19. Jetzt erinnere mich wieder, warum ich 19 habe. Und ich habe ja die. Wait. Ich habe ja die Rüstung, die plus 2 gibt. Ne, das ist schon richtig. Das ist richtig, was ich gemacht habe. Ich rede hier einen Quatsch. Motiv erkennen ist auf jeden Fall gut. Okay. Kampfstil auf jeden Fall. Bogenschießen, Zauber, Hunter's Mark, Longstrider. Es tut mir leid, dass ihr das euch jetzt nochmal angucken müsst hier, meine Geschichte, aber. Tieren sprechen. Das passt. Ich jetzt hier direkt. Okay. Ist hier irgendwas Interessantes? Ne, das passt. Was hatte ich jetzt hier gemacht beim letzten Mal? Eine Genesung ist, denke ich, ganz praktisch. Ein Gesicht brauche ich nicht. Na, ich mache Genesung, denke ich. So, genau. Dann bin ich wieder Schurke. Fingerfertigkeit, Heimlichkeit. Passt. Passt. Ja,
Assassine. Allerdings muss ich jetzt nicht 1000 Spells auswählen. So, jetzt kann ich wieder meinen Helm aufsetzen, sehe ich eben. Und kann mein Schild wieder anziehen. Okay, jetzt habe ich auch wieder Nebelschritt. Okay. Gut. Da bin ich wieder. Kein Barde mehr, sondern jetzt wieder so stark wie vorher. Ich werde, glaube ich, die Kleinen werde ich erstmal wegsneaken, sozusagen. Ganz klassisch. Ah, der ist eh gerade. Vielleicht kann ich den sogar. Oh. Die sind jetzt feindlich, oder? Ja. So. Okay. Interessant. Das war so effektiv. Ich kann nicht mal in den Kampf gekommen. Vor allem habe ich jetzt auch, 20 geschickt. Das heißt, ich habe nochmal einen mehr Schaden, einen mehr Treffer. Das ist natürlich sehr stark. Ah, ich habe jetzt Scharfschütze nicht genommen, ne? Ups. Warum bin ich auf 20 eigentlich, Idiot? Wow. Schleichender Ork, ja. Für solche Überlegungen. Aber ich bin ja ein Dark Urge. Hat schon seinen Grund, warum ich so bin. Warum hab ich. Warum bin ich auf 20 geschichert gegangen? Ich. Das ist ein Quatsch. Warum komme ich nicht in Fight mit denen? Das verstehe ich nicht. Ups. Ein, also es sind ja Untote, die haben ja noch mit diesen einen letzten. Wird auch irgendwie nicht unsichtbar aus irgendwelchen Gründen. Kann ich den noch angreifen? Ja, aber Solo-Spieler mögen ein Cheat-Death. Wobei, es gibt viele Fantasy-Games, wo Orks auch Fernkämpfer sind. Aber jetzt in D&D jetzt nicht unbedingt. Nee, das stimmt schon. Egal, kritisch einfach weg hier, zack. Warum? Mein Ring geht irgendwie auch nicht. Ich müsste eigentlich noch Säureschaden machen. Oder sind die immun dagegen? Es kann sein, dass sie immun dagegen sind, weil sie hier in der Brauerei arbeiten. Ja. Was ich mit ihm mache, weiß ich noch nicht genau, aber ich werde, glaube ich, zwischen den Folgen nochmal dann wieder so specken, dass das auch Sinn macht mit meinem. Oh Mann. Extra noch gesagt, dass ich Scharfschütze-Skin will, aber. Hm. Ich brauche 2 Angriffe für den, ne? Das ist mega dumm. Unsichtbar werde ich auch. Irgendwas ist hier komplett gerade kaputt mit meinem Gear. Ich muss gleich mal kurz die Sachen an- und ausziehen, weil ich glaube, irgendwas ist hier kaputt. Warum heißt der eigentlich verseuchtes Dorf? Okay. Interessant. Ups. Oh. Ach, scheiß drauf, ich bin jetzt krank.
Kann ich nicht, weil ich Dings schon benutzt habe. Ich habe auch nicht lang. Das war ein sehr sloppy Anfang hier gerade von der ganzen Aktion. Das machen wir nochmal einen schönen. Machen wir gleich nochmal in ordentlich. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn töten kann, aber das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht fällt mir da was ein. Ich habe da eine ganze Menge Schriftrollen. Kann ich? Okay, sehr gut. So, jetzt werde ich erstmal wieder... Okay, die Brüstung scheint zu funktionieren. Ich ziehe immer die Sachen mal an- und ausziehen. Manchmal funktionieren die nicht mehr. Okay, der Umhang hat irgendwie auch nicht funktioniert. Okay, so. Time to press ahead. Gut. Kann ich mal hier. Ich habe auch eine ganze Menge Pfeile, die Schaden machen. Ja. Ach, er ist jetzt draußen auch. Interessant. Okay. Don't waste a step. Okay, das irgendwie zu meinem Vorteil nutzen. Okay, ich muss noch kurz lesen, was das nochmal war. Also, der war gegen den Scheiß alles immun. Und dann, wenn man ihm Elementarangriffe, dann variiert er so ein bisschen. Irgendwann wird er dann verwundbar gegen die Attacks. Eine schlechte Form ist, glaube ich, also useless. Ich mach mal ein Gift auf meine. Ah ne, der ist bestimmt eh immun gegen Gift, ne? So wie der aussieht. Ja, ist er nicht. Okay. So. Hab doch hier so ein paar schöne Gifte. Das ist ein Rettungswurf. Ist die Feuerresistenz für. Präzisionsöl. Oh, ich habe meinen Segen noch, ja. Ja, ich versuch's erstmal. Ach, hier sind ja auch die Gifte. Dann mach ich mal das Gift drauf. Okay. Mach ich mal ein Säurepfeil. Schön. Wait, what? Der ist kein Untoter, glaube ich. Der ist. Doch. Oh, okay. Ja, dann. Ich meine, er ist halt so ein crazy Brewer. Ich glaube, dann bei anderen Fantasy-Geschichten sind solche Charaktere eh immer immun gegen Gift. Aber scheinbar nicht. Okay, was habe ich mir jetzt? Säurereflux. Kann ich jetzt einfach hier weiter welche lustigen. Fauliger Reflux. Geimpft? Okay. Blitz. Ah, hat er. Ah, jetzt. das war ja eine weirde Nummer. Aber das macht Säureschaden? Macht das irgendwas? Nope.
Da sind Waffenattacken wahrscheinlich eh komplett useless. Okay. Aber nee, der Säurefeuer hat ja was gebracht. Der hat ihn ja, hat er was gemacht mit ihm. Machen wir mal einen Feuerpfeil. Ah, was ist das? Dann mache ich einfach einen Zauber. Hör's drauf. Die waren hier drin, glaube ich, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Machen wir mal sowas hier. Er müsste jetzt nicht irgendwie platzen oder so? Ah. Wait, what? Ach, Huntersmark. Der Huntersmark ist ja useless, das ist ja Stichschaden. Ja. Okay, ich laufe einfach mal ein bisschen weg. Gucken, was passiert. Oh no, wo rennt er denn hin? Oh no. Naja, brennt jetzt, ja. Vielleicht treffe ich den von hier, den Kollegen. Kann ich den schon mal wegmachen? Wo will er hin? Fuck. Na ja, mach ich den mal weg und dann resette ich den Fight mal und guck mal, was ich. Der ist. Ne, das war ja Säure schon. Das war eine KI. Was für ein Henker. Ich mache einfach so eine Opportunity Attack, das ist okay. Ach, come on, really? Das ist hier, brauche ich wieder zwei Attacken für ihn. Ah, dieses Spiel, weiß nicht, was es tun soll. Okay. Was ist mich wieder? Gut, ich werde mal fliehen. Ich lasse ihn mal zurück in sein Dorf gehen da. Was macht er jetzt? Okay. So. Ich weiß nicht, ob ich. Never wanted the easy path. Zaubermütze ist. Die. Ich dachte, nach drei verschiedenen Elementarattacken wird irgendwie. Volatile und dann verwundbar. Scheinbar nicht. Jetzt ist er wieder stuck hier in so einer Ecke. Also nochmal. Jetzt habe ich. Kann ich ihn jetzt gar nicht mehr besiegen, oder was ist das? Okay. Machen wir einen Eispfeil nochmal rein. Oh, das hat irgendwas gebracht. Nein, hat's nicht. Kann ich, muss ich ihn jetzt kiten? Oh, wollen wir das nochmal machen? Oh, das hat sehr viel Schaden gemacht. Hei, hei, hei. Puh. Nekrotisch. Oh, warum mal? Säure hat er eben auch was gebracht. Versuchen wir das mal. Ja. Für die zwei Säureschaden machen. Da muss ich jetzt ernsthaft 300 Leben irgendwie so runterschießen. Was haben wir denn an Spells noch so? Ich
ehrlich gesagt vergessen, wie er genau funktioniert. Ich dachte, der... Ich weiß nicht, was ich jetzt mit ihm gemacht habe. Ich mach nochmal sowas wieder hier. Zack. Oh, das hat nichts gebracht. Ich habe ja hier Feuer jetzt gemacht. Muss das vielleicht eine bestimmte Menge an Schaden überwinden? Was? Ja, hier steht halt nichts mehr Relevantes. Naja. Sorry. Ich meine, der ist halt richtig slow, ne? Ich werde den, glaube ich, einfach kiten, aber es ist jetzt, wirkt jetzt nicht unbedingt wie die sinnvollste Zeitbeschäftigung. Ich probiere nochmal Blitz, mal gucken, was er jetzt bringt. Nope. Ach, ist das useless. Sieben Schaden pro Runde, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht, den Mob. Aber gut. So eine Feuerwand oder so wäre gut. Okay. Noch irgendwas Sinnvolles. Oh, hier, Hexenpfeil. Das ist vielleicht sinnvoll. Ich mach das einfach mal. Was passiert? Nichts. Naja, gleisender Schaden ist klar, aber ich hab das ja nicht mehr bis zur nächsten langen Rast. Ah, was für ein Quatsch. Ich kann nur Alchemistenfeuer noch probieren. Habe ich auch noch ein paar. Ob das irgendwas bringt. Ich habe ihm auch seine gesamten Stats alle weggenommen durch meine Passive. Das war ein Blödsinn. Okay. Schön. Naja, gut. Dann geht ja der Ring Around the Rosie geht mal weiter. Vielleicht fällt mir unterwegs noch was ein, was sinnvoll ist. Oh, das ist so dumm. Es ist einfach so dumm. Ich mach ja Säureschaden, ne? Zwei Säureschaden. Das ist so ein Blödsinn. Ah, das ist so dämlich. Wenn ihr noch eine Idee habt, ein Drittel habe ich, naja, sagen wir so, zwei Fünftel habe ich weg. Ich bin noch einmal auf meine Spell. Ich habe doch hier noch Dings, lenkendes Geschoss hatte ich doch auch noch hier irgendwo. Habe ich? Nee. Säurepfeil? Na komm. Ich probiere alles mal. 8. So. Nächster Versuch. Ich versuch mal das mal, Hexenpfeil. Oh, so ein Crit. Das ist, glaube ich, die beste Lösung bisher. Weil das sehr konsistent Schaden macht. Hm. Ja. Acht Schaden pro Runde. Das ist halt ganz schön dumm hier, was ich hier gerade. Also, ist halt einfach.
Könnte man jetzt diese lustige Musik spielen. Müssen wir mal ein Soundboard mal vorbereiten für so eine Situation. Ah, das ist bescheuert. Oh wow, zwei. Das ist eine Aktion. Ja. Ich habe ja noch meine. Ich muss einmal kurz gucken, ob ich irgendwas Sinnvolles habe. Heiliges Wasser. Na komm. Das beschleunigt die ganze Sache ein bisschen. First step is the hardest. Really? Nein, never mind. Ich habe noch eine Attacke. Wenn wir mal zwei Säureschaden machen. Oder auch nicht. Oh, was? Oh. Oh nein. Okay, haben wir noch irgendwas Interessantes? Steinwand. Feuerwand wäre halt geil, aber das habe ich halt nicht. Das übrigens, diese Hassspuren-Granaten sind übrigens sehr stark. Für manche Fights. Eine Bombe. Ach komm, hier habe ich genug noch von. Oh, 16. Das höchste bisher, glaube ich. Ja. Die Hitbox ist echt krass. Die sehe ich kaum mit meinen Augen. Achso, ich habe ja noch. Stimmt, ich habe ja noch eine Attacke. Oh nein. Oh nein, ich habe zwei Schaden gewastet. Ah, jetzt hier meine ganzen Bomben zu wasten, das ist halt irgendwie Quatsch. Wieder mal der obligatorische Blick. Vielleicht hier irgendein Trank, der mir gleißenden Schaden gibt. Aber ich will eigentlich meinen Heroism-Trank nicht weggeben. Mit Untoten beschwören bringt ja auch nichts. Das macht Energie. Ach, das kann ich machen, ne? Das macht psychisch. Okay, dann mache ich mal Hunter's Mark auf ihn. Dann kann ich das hier mal jede Runde machen. Ach, das find. Ja, der meint, kann ich nicht machen. Ah, Scheiße. Ups. Nein, also jetzt trifft er mich einmal. Oh nein. Ah, jetzt. Ah! Oh, na, okay, jetzt habe ich. Jetzt weiß ich. Man muss ihn einmal rülpsen lassen, dann geht es. Okay. Ah ja. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt muss ich wahrscheinlich Feuerpfeil oder so auf ihn machen. Oh, jetzt bin ich irgendwie stuck, warte mal. Ich mal gehen. Jetzt habe ich keine Feuerpfeile mehr. Egal, mache ich mal Blitz, mein Ding. Ah, jetzt hat er. Okay. Wenn ich jetzt. Okay. Mach ich jetzt nochmal Blitz. Oh no, oh no, oh no. Aber jetzt müsst ihr wieder. Rübst du jetzt? Ja. Oh Gott. Okay, was kostet das mit Bonus? Okay, da werde ich jetzt wieder irgendeinen Quatsch machen mit ihm. Von dem hat der 5. Okay, dann mache ich meine Geschlechtergestalt. Die hat ja erstmal ein bisschen. Die hält ja ein bisschen was aus. Vielleicht kann ich. Ich habe noch eine Attacke. Okay. Ich weiß gar nicht, wo die Attacke herkommt, aber. Okay. Jetzt rülpst du. Oh, jetzt ist er gestunt, ne? Ja. Okay.
Wie lange hält das? Eine Runde. Oh Gott, muss ich das Ganze gleich nochmal machen? Oh. Schlagen. Bin zu bluten. Teilt deine Wunden. Schon liegend. Möge das Schlachten beginnen. Ja, ich glaube, das ist das Beste. 40%. Was hat denn der für Stats? Der schlechte. 20 Stärke. Warum hat das so eine niedrige Hitchance? Ja, scheint kein Angriff zu sein. Dann machen wir wohl den Blödsinn hier. Was ist das? Vielleicht Ziele im Knie. Warte mal. Oh no. So, dem ist jetzt kann ich ja keinen Elementarschaden machen. Jetzt ist er wieder resistent gegen alles, ne? Ah ne, nichts. Okay. Jetzt, ich habe nur eine Runde Zeit, Quatsch zu machen mit ihm. Töte ich mal den noch. Schon, why not? Ja, dann mache ich. Ich kann Tränke trinken, aber ich habe ja keinen Dienst dabei. Ja, das Problem ist, jetzt ist er wieder komplett resistent. Naja. Ich kann nichts werfen als schlechter. Eine Waffe habe ich auch nicht. Muss ich mich jetzt zurückverwandeln? Ist das die Engel? Ja, scheinbar. Jetzt hat er nur noch 100. Jetzt kann ich ihn doch bestimmt kiten, oder? Ich habe noch einen Misty Step. Ich weiß halt nicht, ob ich seine blöden Röpse überlebe. Aber ich muss ihn einmal wieder dingsen. Hochheilen. Also ich habe. Ups. Egal. Kann ich noch so ein alchemistisches Feuer werfen oder sowas? Egal. Aber dass er mir Schaden zufügen muss, ist halt irgendwie blöd. Dieses Rülpsen. Bringt wahrscheinlich nichts, ne? Flaming Brew! Na, schau ich gleich mal, ob ich Heiligtum hab. Ach, scheiße. Macht er seinen Rülpser.
Oh. Ah, er macht Schwund. Feuerreflux. Kann ich nicht hier... Ich könnte das doch werfen, ne? Nein! Oh, ups. Wenn ich das jetzt hier auf halbem Wege hinwerfe. Okay. Irgendwas, was ich auf ihn werfen kann? Also eine Säurefiole. Hier, komm. Ja. Das hat er wieder den fauligen Quatsch. Ja. Aber was soll ich überleben? Ich habe genug Leben. Okay, jetzt muss ich hier. So, das. Das habe ich ja hier wieder. Leckt das immer. Nur wenn ich was werfe, leckt das komisch. Okay. Ich würde noch einmal rülpsen. He's down. Time to hit him with all I've got. Okay. Ach, der hat auch keinen so Imp gespawnt, das ist gut. Ich muss mal schleichen. Er hat ja Zero Geschicklichkeit, oder? 4. Oh, wait. Meine Nagerwaffe macht ja gleißenden Schaden, fällt mir gerade auf. Aber ich hab es. Da macht er jetzt seinen Feuerbreath nicht. Die macht gleißenden Schaden, ne, die Waffe? Dachte ich zumindest. Scheinbar nicht. Ja, da werfe ich auch wieder ein paar Dinge um die Ohren hier. Also eine Bombe kann ich mal benutzen. Ui. Sehr gut. Eieiei, das war sehr, sehr viel nerviger, als ich geplant hatte. Ich dachte, ich kann ihn einfach überreden, sich selber zu betrinken, aber das war wohl nix. Okay. Jetzt hat er schön viele Mats dabei. Was ist das? Man kann alles ins Lager. Ui, naja. Hätte man bestimmt auch eleganter lösen können, die ganze Nummer, aber... Ah, das ist dieses Buch, was der haben wollte, glaube ich. Ja. Die Quest ist ja leider Geschichte. Hab ich die Waffe mit? Da. Naja, das brauche ich nicht.
So. Will ich das hier nochmal erkunden? Das Lager. Right. Säureschaden? Oh mein, ich habe ja meine Säure. Aber ich glaube, die Handschuhe sind trotzdem besser, die, dass ich zwei mehr Schaden mit Fernkampfwaffen benutze. Besoffene Kehle, nicht besoffen. Nee. Sehr schön, ein Gift gibt es mal gut für mich. Gift herzustellen. Ups. Upsi. Schon viele Materialien. Ah, wurde gerne aufgesammelt. Okay. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich das. Hier ist so ein Buch über so ein Gift. Das werde ich mal lesen. Ich hoffe, dass ich das schaffe, den Wurf. Research notes. They describe a powerful venom extracted from a rare purple worm. Distiller Thisible Thorn sought to create a fatal poison using the worm's gullet. He procured several parts of a worm gullet, but rinsed one in error. The poison he brewed was noxious, but not fatal. Thisible devoted months to formulating a deadly poison with the remaining ingredients, without success. After exhaustive experimentation, he was able to make a near-deadly extract from the glands. But to complete his poison, Thisible required one last ingredient. The petals of a corpse rose. The book's index reveals corpse roses may grow near tombs, mausoleums, and particularly redolent cadavers. Thisibald enlisted a courier from Baldur's Gate to obtain corpse and deliver them to a covert location. Unfortunately, a deep purple stain darkens the final page, obscuring the parcel's destination. Oh, ich bin sehr dumm. Ups. Mal gucken. Nein! Bist du dumm dafür? The page is a mess of dark color. The delivery's location remains a mystery. Zum Glück ist sie nicht so mysteriös, wie sie tut, weil ich ja weiß, wo sie ist. Aber. That's curious. Oh. Hallo? Ach. Hm. Okay. Oh Gott. Und dann habe ich hier alles gelootet in dem. Ich muss irgendwie Inspiration kriegen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich, was ich noch machen kann für Inspiration. Aber ganz ohne Inspiration, weil du kriegst halt, wenn du alleine bist, erst das Problem, dass du nicht einfach so random Inspirationen von irgendwelchen Leuten kriegst, die in deiner Party hast, weil du dieses und jenes gemacht hast. Du musst halt wirklich exakt das tun, was dein Charakter machen will. Also dein Background. Und das hat sich irgendwie nicht so ergeben in letzter Zeit, glaube ich. So, im ersten Akt war das ein bisschen mehr, aber. Okay. Gut. Hi. Ist auch mal wieder da, ja. Nicht wundern, ich mache gleich wieder eine Abmoderation für die YouTube-Folge. Also alle, die im Stream sind. Ich, genau. Ja, das war mal ein unangenehm langer Kampf gegen Thisibald Thorm.
Erst dachte ich, ich habe ihn verbuggt, aber dann habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich immer wieder ihn triggern muss, dass er sein Gift, Feuer oder was auch immer auf mich spuckt, damit er verwundbar wird. Deswegen bin ich ein bisschen im Kreis gelaufen mit ihm, bis ich gemerkt habe, wie er funktioniert, wenn man gegen ihn richtig kämpfen muss. Weil der Versuch davor, ihn zu überreden, sich zu betrinken, hat leider nicht geklappt. Also das war bisher einer der... Er war nicht wirklich schwer, der Kampf, aber er war ein bisschen nervig. Aber auf jeden Fall einer der längeren Kämpfe bisher. In der Hinsicht muss ich wahrscheinlich mich mal wieder ein bisschen sortieren und beende die Folge an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.